Vielen Dank, Herr Kollege Busen. Für die Fraktion der Piraten spricht der Kollege Rohwedder. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne und auch draußen im Stream. Der vorliegende Antrag der CDU ist ein exzellentes Beispiel dafür, wie man Lobbyarbeit im Vorfeld von Kommunal- und Europawahlen im Landtag besser nicht betreibt. Das ist ein reiner Showantrag, der Wesentliches unberücksichtigt lässt. Auf billige Weise Stimmung machen gegen ein geplantes Jagdgesetz mit dem Anspruch einer ökologischen Ausrichtung. Deren Erfüllung, also den Erfüllung des Anspruchs, kann man aber noch nicht beurteilen, weil konkrete Entwürfe noch nicht vorliegen. Das aktuell gültige Landesjagdgesetz ist befristet bis Ende 2014 und daraus ergibt sich dann die Verpflichtung, ein neues zu verabschieden. Zur Novellierung des jetzt gültigen Landesjagdgesetzes möchte ich ein bisschen was sagen, was relevant ist und was in Ihrem Antrag nicht vorkommt. Der Verlust der Natur schreitet, allgemein bekannt, ungebremst voran. Mit einer durchschnittlichen Gefährdungsrate von 45% aller Tier- und Pflanzenarten laut der Roten Liste steht Nordrhein-Westfalen noch deutlich schlechter da als ganz Deutschland und das im europäischen Vergleich schon Spitzenwerte erreicht. Deshalb ist nicht nur der Erhalt der Biodiversität, sondern auch eine besondere Förderung und eine entsprechende Biodiversitätsstrategie für Nordrhein-Westfalen zwingend notwendig. Die Jagd ist da ein wichtiger Faktor, denn es geht nicht nur um Bejagung und Abschuss, es geht den Jägern auch um Hege und Pflege, die sie ja tatsächlich auch durchführen. Wenn auch nicht ganz zweckfrei, es ist kein zweckfreier Naturschutz, es geht schon um ihre Jagdbelange dabei, aber das ist auch völlig in Ordnung. Die Rote Liste beweist also die anhaltende Gefährdung der heimischen Arten und zeigt, dass Nordrhein-Westfalen das Ziel, den Artenschwund zu stoppen, noch nicht erreicht hat. Dafür spricht als ein Beispiel auch das von der EU eingeleitete Vertragsverletzungsverfahren im Zusammenhang mit dem Vogelschutz in der Hellwegbörde, den massiven Verschlechterungen dort. Und eine verbindliche Biodiversitätsstrategie und damit verbunden eine konsequente Umsetzung von Artenschutzmaßnahmen in der Breite sind daher längst überfällig. Nordrhein-Westfalen hat zwar Ende 2007 mit seinem offiziellen Beitritt zum Countdown 2010-Prozess bezeugt, das Artensterben bis Ende 2010 stoppen zu wollen, doch das Ziel bis heute 2014, also 4 Jahre später, noch nicht erreicht. Für sichtbare Erfolge muss Nordrhein-Westfalen noch deutlich mehr Anstrengungen unternehmen. Die Bedrohung der Biodiversität hält also nach wie vor ungebrochen an. Das betrifft nicht nur Arten, das betrifft auch Habitate. In Nordrhein-Westfalen gelten 56% der Lebensräume von Tieren und Pflanzen als gefährdet. Die biologische Vielfalt lässt sich in Nordrhein-Westfalen nur bewahren, wenn sie nicht wie bisher in die Nische der Naturschutzgebiete abgedrängt wird, sondern endlich zum festen Bestandteil der Land- und Forstwirtschaft und der Verkehrs- und Siedlungspolitik gemacht wird und auch der Jagdpolitik natürlich. Zum Beispiel muss die Vernetzungs- und Korridorstrategie weiter ausgebaut werden. Der Schutz, die nötigen Verbesserungen müssen Prioritäten bekommen. Und das sind die wichtigen Aspekte im neuen Landesjagdgesetz, von denen wir Piraten hoffen und erwarten, dass die oben genannten Belange eben für die Novellierung des Landesjagdgesetzes oberste Priorität haben werden. Und nichts davon findet sich in Ihrem möchtegern populistischen Antrag. Zerstückelung von Yachtrevieren, Billigung von Flickenteppichen, heißt es da polemisch. Dazu gibt es eine höchstrichterliche Rechtsprechung. Wollen Sie die ignorieren, genauso wie Sie das bei Überwachungs- und Polizeistaatsgesetzen auch tun? Unterste Sohle sind dann diese Behauptungen über einen unbescholtenen Abteilungsleiter der Umweltbehörde. Das wurde im Übrigen schon auf der letzten Sitzung des Umweltausschusses zurechtgerückt. Vor einer Woche, am Mittwoch, haben wir uns da getroffen. Warum belästigen Sie uns dann heute noch mit diesem Unfug? Warum belästigen Sie das Hohe Haus mit diesen Aussagen, von denen sich längst gezeigt hat, dass sie unwahr sind? Das sollten Sie hier mal erklären. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Rohwedder. Und nun spricht die Landesregierung.